5 gegen Jauch, Günther Jauch mit Blackout bei Kinderfrage. Mit kniffligen Fragen kennt er sich eigentlich aus. Günther Jauch, 61, ist schließlich seit 1999 Quizmaster bei Wer wird Millionär? Doch bei 5 gegen Jauch wird der Moderator immer wieder aufs Neue selbst auf die Probe gestellt. In der letzten Folge vom Montagabend ging das ordentlich nach hinten los. Der Knobel-Experte hatte auf einmal ein regelrechtes Blackout bei einer relativ leichten Kinderfrage. Diese Frage hätten einige Kids wahrscheinlich im Nu beantworten können. Moderator Frank Buschmann, 53, wollte von dem WWM-Star wissen, in welchem Märchen der Gebrüder Grimm ein Prinz oder Königssohn auftaucht. Aus 10 Erzählungen durfte der 61-Jährige wählen, darunter Rapunzel, Dornröschen oder Hänsel und Gretel. Doch diese Frage entblößte tatsächlich die kaum vorhandenen Märchenkenntnisse des Schmasters. Amüsierte das Publikum mit Aussagen wie, die sang und ließ das Haar runter. Dann kam die Hexe, hat sie geblendet und danach in die Wüste geschickt, und obwohl er am Ende nur geraten hat und bei keiner einzigen Zuordnung mit Wissen glänzte, konnte der gebürtige Münstraner dennoch alle Antworten richtig sortieren. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht, die Normalo-Kandidaten gewannen die Show schließlich und erspielten 488.000 Euro.